Watch those places you walk and mind the way you talk. Watch out for the vampires who will sneak up in the dark. Ich gehe wieder zurück ins Studio. Lockhart. Was ransuchen? Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass die Zeiten mies sind. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Es herrscht Depression. Viele sind ohne Arbeit oder haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Der Dollar ist keine 5 Cent mehr wert. Banken gehen pleite. Geschäftsleute haben eine Waffe unterm Ladentisch. Verbrecher machen die Straßen unsicher. Es scheint niemanden zu geben, der weiß, was man dagegen tun kann. Wir wissen, die Luft, die wir einatmen, ist vergiftet. Genauso wie die Lebensmittel, die wir essen. Wir sitzen zu Hause im Sesselsee fern und lassen uns von irgendeinem Ansager erzählen, dass es heute 15 Morde und 63 Gewaltverbrechen gegeben hat. So, als ob das ganz normal wäre. Corona. Wir wissen, die Zeiten sind mies, schlimmer als mies. Sie sind verrückt. Es ist, als ob überall alles verrückt geworden ist, sodass wir gar nicht mehr rausgehen wollen. Wir sitzen zu Hause und langsam wird die Welt, in der wir leben, immer kleiner. Und wir sagen nur, bitte, lasst uns wenigstens hier in Ruhe in unserem Wohnzimmer. Lasst mich meinen Toaster haben, meinen Fernseher, meine Stahlgürtel reifen. Dann sage ich auch nicht, lasst mich bloß in Ruhe. Ich werde euch aber nicht in Ruhe lassen. Ich will, dass ihr wütend werdet. Ich will nicht, dass ihr protestiert oder Krawalle veranstaltet oder eurem Kongressabgeordneten schreibt, denn ich wüsste nicht, was ihr ihm schreiben solltet. Ich weiß nicht, was man gegen die Depression tun kann, die Inflation gegen die Russen und die Verbrechen auf den Straßen. Ich weiß nur, dass ihr erst einmal wütend werden müsst. Ihr müsst sagen, ich bin ein menschliches Wesen, verdammt nochmal. Mein Leben hat einen Wert. Ich bin ein menschliches Wesen, verdammt nochmal. Mein Leben hat einen Wert. Ich will jetzt, dass ihr aufsteht. Ich will jetzt, dass ihr alle aufsteht, einer wie der andere. Ich will, dass ihr sofort aufsteht, zum Fenster geht, es aufmacht, den Kopf raussteckt und schreit: Ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ich lass mir das nicht mehr länger gefallen. Ich will, dass ihr sofort aufsteht. Die Kamera soll rein bleiben. Geht aber weiter, macht es auf, steckt den Kopf raus und schreit: Ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ich ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ich lass mir das nicht mehr länger gefallen. 60. Ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Dann werden wir überlegen, was wir gegen die Depression, die Inflation und die Ölkrise machen können. Ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Aber zuerst einmal müsst ihr wütend werden. Ihr müsst sagen, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Steht auf, steht auf! Was ist das? Na los, los, geht zum Fenster, macht es auf, steckt den Kopf raus und schreit: Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Watch those places you walk and mind the way you talk. Watch out for the vampires who will sneak up in the dark. Watch out for the big time thief who thinks that them smart. Danke nochmal für heute Abend. Bring in the crack and the gun, we come a shot the youths them heart. Earth, time and red.